Und dann bin ich einfach aus dieser Masse von Menschen rausgestürmt. Und dann habe ich schon gemerkt, Kreislaufzusammenbruch. Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Nicht wundern, ich habe meinen Bikini an. Ich habe mich gerade noch ein bisschen gesonnt, denn ich will dieses Jahr endlich mal ein bisschen Bräune fassen und nicht immer Kalkleiste sein, wie sonst immer. Genau, heute haben wir was vor und zwar wollen Alex und ich zur Ben & Jerry's Geburtstagsparty in Leipzig gehen. Ben & Jerry's hat ja Geburtstag gehabt und die machen ja gerade so eine Tour durch Deutschland, auch Österreich, glaube ich. Und ja, da ist der Eintritt kostenlos. Schönes Schnapsen. Und da gibt es kostenlos Eis. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich Ben & Jerry's über alles liebe. Ich bin Ben & Jerry's süchtig. Und deswegen steht es außer Frage, dass ich da hingehe, gerade weil Ben & Jerry's hier nicht gerade günstig ist und da gibt es kostenlos Eis. Also genau, ich gehe jetzt erstmal duschen, dann mache ich mich fertig und dann geht's auch schon los. Bitte erhebt euch für die offizielle Schlecktionalhymne. Das war mein Ernst. So Leute, ich dachte, ich beende mal noch den Vlog von gestern. Ich würde jetzt gerne sagen, es war ein toller Abend auf der Ben & Jerry's Party, aber es war eigentlich einfach nur ein totaler Reinfall. Also es war cool, die Location da. Also ich weiß nicht, wie viele genau da waren, aber mindestens 600 Leute waren es schon. Und wir haben uns dann halt angestellt und haben gewartet, bis dieser Bus öffnet. Wir standen da, haben gewartet und es hat einfach super lange gedauert. 19 Uhr ging es los und ich glaube, eine halbe Stunde haben wir bestimmt da gewartet, gestanden. Inmitten von vielen Menschen, die auch gewartet haben, bis dieser Bus aufgeht. Und dann kam er endlich, dieser Typ, und hat die Show eröffnet quasi. Der hat aber trotzdem noch total lange gesprochen und als ich da stande, habe ich gemerkt, Alter, ich kann nicht mehr stehen, ich kann nicht mehr hier in der Wärme warten. Ich habe mich dann immer mal hingehockt und ich habe total angefangen zu schwitzen und ich konnte nicht mehr atmen. Ja, dazu muss ich aber sagen, Leute, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich habe einfach vergessen zu trinken. Ich habe an dem Tag vielleicht einen halben Liter getrunken. Nicht mal. Stay hydrated, trinkt viel. Aber ich habe das an dem Tag komplett vergessen. Ich habe einfach vergessen zu trinken. Und das hat sich dann halt auch bemerkbar gemacht. Wir waren fast dran, aber dann habe ich zu Alex gesagt, Alex, bitte hol mir mal ein Eis. Ich muss erstmal irgendeine Toilette finden. Und er hat gesagt, nein, ich bleib hier nicht in den Menschenmassen stehen, logisch, weil er hasst sowas. Ist er halt dann mitgekommen. Und dann bin ich einfach aus dieser Masse von Menschen rausgestürmt und dann habe ich schon gemerkt, Kreislaufzusammenbruch. Also wirklich, ich habe auf einmal nichts mehr gehört, ich war total taub. Ich habe dann irgendwie nichts mehr gesehen, das wurde alles so weiß, weil und das hatte ich ja schon ein paar Mal beim Plasmaspenden, so Kreislaufzusammenbrüche, aber wirklich komplett und genau so war das da. Und dann habe ich einfach mir irgendeine Ecke gesucht, so zwischen Eimer und irgendeinem Busch. Und hab da erstmal volle Kanne hingereiert. Inmitten von der Menschenmasse einfach erstmal ins Täubchenteil gekotzt. Also der Tag war dann gelaufen. Ich war total bleich, mir ging's scheiße, ich habe gezittert und mir war es total peinlich, dass ich da einfach mitten in diesen Hof reingekotzt habe. Und dann habe ich gesagt, da stehen mindestens 300 Leute an diesem Bus an. Wir stellen uns da jetzt nicht nochmal an, vergiss es. Im Endeffekt war es einfach so, wir sind dann einfach nochmal, das ist nicht völlig für umsonst, wir waren ins Kaufland gefahren. Alex hat mir als Entschädigung ein Eis gekauft. Ich dachte mal dann, ich probiere einfach mal eine neue Sorte aus. Also was ich noch nicht gegessen habe, ich habe dann dieses Brownie-Karamell-Topped probiert. Also dieses Topped ist irgendwie gar nicht so meins. Vor allem, weil diese fette Schicht Schokolade da oben drauf so Vollmilch ist und Ich mag keine Vollmilch. Ich esse eigentlich entweder nur weiße Schokolade oder Zartbitter, aber Vollmilch ist so. Aber ja, wir waren ja davor noch mal im H&M. Davon habe ich mir ein paar Socken und ein Bikini geholt. Ich muss euch die Socken mal zeigen. Die waren von
8 Euro auf 99 Cent runtergesenkt. Und ich meine, die werden zwar schnell kaputt gehen, das sieht man denen schon an. Die sind dafür prädestiniert, Fäden zu ziehen. Aber ich fand die ja trotzdem so cool. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal, was ich bei H&M gekauft habe. Ja, die Socken, also die sind halt so durchsichtig mit so silbernen Glitzerfäden. Deswegen denke ich, dass die super schnell kaputt gehen werden. Aber hey, komm, für 99 Cent. Da sind halt einfach so Katzen drauf. Und da war halt noch so ein zweites Päckchen drin. Und Socken, die auch schon hier Fäden gezogen haben durch die Verpackung. Dann habe ich mir ein Bikini gekauft. Sieht so aus. Der hat 3,99 Euro gekostet, also auch runtergesenkt. Ich gehe ja eigentlich immer nur auf Sale. Ja, und dann habe ich mir noch ein passendes Unterteil zu diesem Bikini gekauft. Der war auch von 10 auf 5 Euro runtergesenkt. Genau. Dann war dieser Tag ja nicht ganz für umsonst. Dann hoffe ich, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und kommentiert, ob ihr zu einem der folgenden Ben & Jerry's Partys noch geht. Ich glaube, Leipzig war ja erst die zweite oder dritte Station. Und müsst ihr mal auf der Facebook-Seite von Ben & Jerry's gucken, wann die alle sind. Trinkt genug, dass es euch nicht geht wie mir. Genau, und auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dass ihr auch keins meiner Videos verpasst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao!